Hallo und willkommen. Ja, ich habe da mal was vorbereitet. Wie man sieht, da unten ist noch Erdkrümel und da hinten sind auch noch Erdkrümel. Ich habe die ganze Welt mal offscreen etwas geplättet. Und ja, wie man sieht, hier geht es dann gleich mal die Mühle etwas runter. Hier haben wir jetzt Platz, um unseren Flughafen zu bauen. Ja. Wahrscheinlich werden wir hier dann die Schweine und die Schafe alle schlachten müssen, denn auf einem Flughafen haben die nichts zu suchen. Die zwei Fackeln hier vorne stehen hier, dazwischen sind 11 Blöcke frei. Das wollte ich eigentlich zur Landebahn machen. Ach so, wollte ich euch zeigen auf der Minimap. Ich weiß nicht, ob man das auf YouTube erkennen kann. Haben wir hier die Koordinate plus 150 plus 421. Und wenn ich jetzt hier mal 100 Blöcke weiterlaufe, stehen hier wieder zwei Fackeln. Und hier haben wir die Koordinate 250, 421. Und hier sind jeweils 11 Blöcke rüber. Und das wird unsere Landepiste. Wie man sieht, da drüben ist auch noch ein bisschen Erde. Ja, da werde ich wahrscheinlich entweder den Lavasee, der da auf der Minimap zu sehen ist, zuschütten müssen. Auf alle Fälle werden wir jetzt hier anfangen und eine Piste ausschachten. Und da es ja kein Asphalt gibt und auch kein Beton gibt, wird das hier dann mal, ja, ich denke mal, dass wir das aus Cleanstone machen und in die Mitte mit Wolle einen weißen Streifen reinziehen. Das wäre so meine Idee. Das Problem ist, wir werden es jetzt gleich sehen, dort wo das Schaf steht. Dort haben wir ja, einen Gang nach unten in eine Höhle. Da habe ich mal kurz reingelunzt. Können wir ja mal kurz reingucken. Und ja, da seht, da steht schon wieder ja, so ein paar. Habe ich noch nicht richtig ausgeleuchtet hier. Und darum stehen hier noch ein paar Dings. Hier sind jedenfalls überall noch Rohstoffe drin. Und die wollte ich mir dann irgendwann mal abbauen. Ja, irgendwann ist gut. Hier runter wollte ich jetzt nicht. Deswegen, ja, muss ich jetzt entweder eins machen. Ich muss das Ding jetzt hier noch weiter nach vorne legen. Das wird wahrscheinlich die beste Methode sein, dass wir hier, ja, noch etwas weiter nach vorne runter gehen. Und da haben wir schon das erste Problem. Ich komme nämlich gar nicht hoch. So. Und zwei Blöcke müsste reichen. Ja. Dann können wir hier direkt an der Landebahn und runter gehen. Und ja, den können wir dann lassen. Und es wird weiter geschaufelt. Und da die Landebahn jetzt 100 Blöcke lang ist und 11 Blöcke breit, wären das ungefähr 1100 Greenstones, die wir brauchen. Ungefähr deswegen, weil wir ja, beziehungsweise ich, oh, jetzt hatte ich einen Ruckler, beziehungsweise ich, in der Mitte einen Streifen aus, ja, aus Wolle machen wollte. Und deswegen werden wir dann nur 1000 Cleanstones brauchen. Aber das werden nicht die einzigen Cleanstones sein, die wir brauchen. Es werden mit Sicherheit noch mehr gebraucht. Denn, ja, was so alles noch zu bauen ist hier, was da dazugehört, sollte eigentlich, ja, auch aus Cleanstone sein. Zum Beispiel ist ja mit der Rollbahn nicht alles getan. Eine Rollbahn hat ja auch eine Abfahrt, wo es dann zu den Hangars geht und überall. Das müssen alles Wege werden, die ja nicht mit Kies, sondern die müssen dann mit Greenstones gemacht werden. Denn Greenstones ist so das Beste hier, was so ähnlich ist wie Beton oder Asphalt. Asphalt wäre ja denn Obsidian, aber Obsidian in der Menge abbauen. Viel Spaß könnt ihr ja machen. Könnt ihr mir die dann schicken? Per Post.
Jedenfalls werde ich das auf alle Fälle nicht machen. Hier eine Kiste aus Obsidian bauen. Gut, könnte ich machen, aber das würde ich dann mit Word Edit machen. Und dann würden wieder alle schreien: Cheater. Wie viele Spaten haben wir denn noch? Ich hatte mir mal ja ein paar gemacht, weil ich ja hier nicht bloß ein bisschen ausgebuddelt habe. Und da sind jetzt noch ein paar übrig. Und wie man sieht, kaum habe ich es ausgebuddelt, hier ist das schon wieder bewachsen mit Gras. Und bei unserem Haus, da wo die Lianen am Haus hängen, müsste es eigentlich auch wachsen. Aber da ist es wahrscheinlich unten etwas zu dunkel und deswegen wächst das nicht. Nehme ich jedenfalls mal an. Minecraft-Logik ist ja, nicht unbedingt mit Logik zu erklären. Wie man sieht, hier sind alles voller Schweinchen. Wir haben wir wahrscheinlich auch bei Schlachten, weil wir ja auch wieder was zu essen brauchen. Beziehungsweise wir müssen ja dann bis ins Haus gehen, wir haben ja da wenig Essen drin. Und zur Not können wir ja auch in das große Haus gehen, da können wir Melonen mampfen, so viel wie wir wollen. Denn ich drücke mal einfach auf den Knopf und dann haben wir wieder mal Agro. Also, wie waren das? 7 Stacks? Ich weiß es nicht mehr genau. Ist schon zu lange her, wo ich die Melonenfarm gebaut habe, die automatisch oder semi-automatisch. Die springen die Schweinchen ins Gesicht. Aber die kommen ja nicht hoch, wenn ich den Block unter ihnen weghaue. Na, mit Blumen werden wir hier wahrscheinlich dann auch eine ganze Menge sammeln. Das sind erstmal die Fackeln dran hier. Apropos Fackeln, muss ich mir hier dann wieder markieren hier, wo ich bin. Ja, ist ein bisschen viel jetzt. Aber egal. Kohle haben wir genug. Wenn nicht, gehen wir halt da runter und da ist unten auch wieder Kohle. Und damit kann man auch sehr gut leveln. Übrigens könnte ich mir schon wieder etwas auf Level 30 enchanten. Mehr kriegt man ja nicht mehr. Und diesen Enchanted Mod, der ist ja noch nicht abgedatet. Er wird wahrscheinlich auch nicht mehr abgedatet. Dieses Enchantment, wie hieß das? Better Enchantment. Wird wahrscheinlich sowieso nicht mehr abgedatet, da der Kollege das auf Minecraft Forge umgestellt hat. Ja, und es gibt zwar das Minecraft Forge für die 1.32, ist das richtig? Ja, 1.3.2. Es ist im Prinzip nichts weiter als wie ein Modloader oder wie der Modloader von, ja, der hier, wo fast alle Mods geladen werden. Es sind zum Beispiel auch Mods, die mit dem Modloader geladen werden. Die funktionieren mit Minecraft Forge auch. Zu 99%, also nicht alle. Und ja, in Minecraft Forge gibt es eine sogenannte API. Das ist das, was Mojang da wahrscheinlich schon eine ganze Weile einbauen möchte. Und da können Plugin-Entwickler oder Mod-Entwickler ihre Mods eigentlich einfach so in den Ordner, Unterordner Mods reinpacken, müssen natürlich die ein bestimmtes Layout einhalten, also ich glaube, muss eine Manifest-Datei drin sein und so weiter. Also ähnlich wie das bei dem Add-ons von Dings funktionierte, von Chrome, von Google Chrome. Und da und dann wird das Ding einfach über Minecraft Forge reingeladen und es hat eine API. Da kann man dann zum Beispiel abfragen, ist diese Blöcke, die da übereinander stehen, ein Baum? So. Und dann kann man zum Beispiel feststellen, wenn das ein Baum ist, dann muss das natürlich, wie beim Timber-Mod zum Beispiel, kann man dann sagen, ja, dann, wenn du den untersten Block weghaust, kann er zusammenfallen, aber nur wenn es ein Baum ist. Oh, und das kann man mit Minecraft Forge ganz einfach programmieren. So, da unsere Mühle ja jetzt so eine Art Bauwagen geworden ist, dort habe ich zum Beispiel auch schon mal ein paar Clean Stones vorgebraten.
Gehen wir erstmal schlafen. Oder wir räumen erstmal aus. Hier haben wir zum Beispiel schon ein paar Cleanstones. Könnten wir eigentlich gleich mal mitnehmen. Hier im Ofen müssten auch noch welche drin sein. Richtig. Und hier sind, ja, da sind, ist Kohle drin und die Kohle habe ich aus dem Haupthaus geholt. Also aus dem Haus dort drüben. So, gehen wir schlafen. Können wir eventuell dann schon die ersten Cleanstones setzen. Neuer Tag angebrochen ist wie jetzt. Morgen. Und ja, da ist unsere Landepiste. Kein Creeper hier in der Nähe. Also wo ich hier das platt gemacht habe, hier, da haben mir die Creeper ziemlich gut geholfen. Mit dem Ebenen machen. Manchmal haben sie auch klein wenig zu tief gesprengt. Aber das kommt daher, weil ja, wenn man nur eine Zündschnur im Kopf hat und TNT im Bauch, dann, ja, dann sprengt man halt auch mal etwas zu viel weg. Und ja, ich dachte, es dauert länger hier diese Piste auszuheben. Ein Teil hatte ich glaube ich sogar aufgefüllt, also ist egal, jetzt schaufel ich es wieder weg. Ich wollte ja nicht alles offscreen machen. Ich hätte dann ja dann lieber hätte ja dann eine Show machen können. Und so wie es aussieht, haben wir hier schon, ja, liegen die Dinger schon rum hier. Ja. Also ziehen wir uns mal hier unten die Cleanies drauf. Die schmeißen wir erstmal weg. Und dann schmeißen wir hier mal die Cleanstones rein. Dann haben wir nämlich wieder ein Stack frei und dann können wir hier weiter schaufeln. Ja, ich hätte die Erde wegpacken können, ist in die Truhe. Da lag ja auch schon Erde drin. Aber ja, habt ihr schon mal einen Let's Player gesehen, der ein aufgeräumtes Inventar hat? Das ist, glaube ich, recht selten. Und am Anfang hatte ich das mal, aber mittlerweile scheint bei mir das auch immer richtig zu Gemüt zu werden. Hauptsache, wir verbauen uns hier nicht. Denn das Wegreißen kostet dann wieder Kohle. Obwohl, heute ist ja das auch kein Problem mehr. Man kann ja. So, das waren dann die Cleanies, die wir haben. Rest der Piste bauen wir dann später. Ja, ich glaube, im Haupthaus habe ich noch Cleanies und ich glaube, in der Scheune sind auch noch Cleanies. Also, das waren jetzt, glaube ich, 4 Stacks. So, haben wir etwas über, wie viel sind es? 3 Reihen. Bisschen, nicht ganz 3 Reihen haben wir gekriegt. So. Und das werden wir dann schon sehen. Das kriegen wir dann schon. Hier, wo ich in die Mitte lang gehe, glaube ich, da kommt ja sowieso dann die Wolle rein. Wolle deshalb, damit ja ein weißer Strich in der Mitte ist. Denn ich habe ja in Minecraft keine Farbe, die ich einfach auf den Beton pinseln kann. Beziehungsweise auf den Dings. Müsste ich mir den More Paint, den Painting Mod installieren. Aber ich glaube, wenn ich dann wieder update auf neue Version, dann sind die ganzen Striche dann wieder weg und das ist auch nicht unbedingt. Außerdem kriegt man damit auch nicht ganz gerade gezogen den Strich. Denn das ist was, der Painting Mod ist was für Künstler. Da kann man zum Beispiel aus dem Eisen macht man Eisen und einen Stock macht man, glaube ich, einen Radiergummi. Und ja, aus Wolle oder was drin, das weiß ich nicht mehr genau, und ein Stick macht man den Pinsel. Und den Pinsel kann man, ist ein weißer Pinsel, und den kann man dann einfärben mit oh, jeden Farbstoff, den man hier in Minecraft hat. Also man kann nur die 16 Farben benutzen. Mehr geht nicht. Wir schmeißen hier mal die Erde hier rein. Ein bisschen behalten wir noch.
So, hier habe ich ja auch noch die eine Fackel, können wir noch mitnehmen. Hier packen wir dann den Kram rein, den wir nicht brauchen. So, ja, Schere raus. Falls uns Schafe begegnen, immer schön abscheren. Wie da zum Beispiel. Die werden wir gleich mal kahl machen. Ja, ich renne hier mal ein bisschen, damit das nicht immer so langweilig und langsam dauert. Dafür habe ich den Summe-Mod installiert, damit ich hier schnell laufen kann. Und ja, ich weiß, das ist ein Cheat, aber ja. Ihr seht, hier habe ich zum Beispiel auch hier die, ja, bis hierher alles gerade gemacht. Ja, mal sehen, vielleicht kann man den Weg nachher hier benutzen, um eventuell das Dorf an den Flughafen anzubinden. Und hier haben wir ja zum Beispiel unsere Scheune auch angebunden an das Dorf. Hatte ich jetzt hier eigentlich Klingis drin? Ne, hier ist bloß Eisen drin. Ach, das Eisen können wir mal rausnehmen. Hier ist noch Kohle drin. Ne, hatte ich keine Klingis reingepackt. Also können die nur hier unten unter den Cobbles sein. Und guckt mal, was ich hier für Cleanstones noch drin habe. Die sind noch vom Bauen des Hauses, glaube ich, übrig geblieben, wo ich diese Steinziegel, ja, massenweise brauchte. Und dann gucken wir mal, wo die Wolltruhe war. Die war, glaube ich, ganz hinten, ja. Da ist noch Wolle drin. Ja, ich denke mal, so viel werden wir gar nicht brauchen. Zwei Stacks reichen, glaube ich. So, geht es ab in den, ja, quer übers Feld. Hallo Schaf. Und dann gucken wir mal. Wie war das? 11 Blöcke. Dann, ja, gib mal her. Zwei, drei, vier. Das ist die Mitte. Da ziehen wir jetzt hier gleich erstmal einmal Wolle durch. Und dann können wir das restliche alles mit Cleanstones auffüllen. Muss mir mal angucken, wie die Redstone-Lampen gemacht werden. Denn unsere Piste braucht ja auch eine Nachtbeleuchtung. Und die hätte ich gerne aus Redstone-Lampen. Hallo? Eine zu viel. So. Da muss ich mir mal angucken, was ich da brauche. Ich glaube, ich brauche da Glowstones. Da habe ich, glaube ich, aber nicht mehr allzu viele. Im Haupthaus, glaube ich, nur etwas über den Stack, aber das müsste eigentlich reichen. Und dann braucht man, glaube ich, Redstone. Einmal, glaube ich, viermal rings ja, wie nennt man das? Im Kreuz drumherum. Das war schon wieder einer, den ich zu viel gesetzt habe. Ja. Das passiert halt. Und auf der Minimap kann man ganz gut sehen, wie die Piste wächst. Noch einer verbaut. Aber das werden wir dann gleich sehen. Wir hatten ja so viel Cleanstones, dann hauen wir halt noch mal ein Stack Cobbles im Ofen. Ein Stack Cobbles kostet ja nur 8 Kohle. Man kann ja auch hier die Sämlinge, also die Baumsaat, verkohlen, also verbrennen. Da braucht man dann für einen Stack zwei Stacks von den Sämlingen. Das ist etwas, ja, ich denke mal, das ist wahrscheinlich das billigste Zeug, was man verbrennen kann im Ofen. Und darum braucht man da wahrscheinlich auch etwas mehr.
Also wenn euch das Klicken der Maus aufregt, ich kann nichts dafür, dass die etwas laut ist, zumindest beim Klicken. Aber wenn ich die gedrückt halte hier, dann verbaue ich mich unter Garantie. Und deswegen muss ich hier immer fast jeden Stein einzeln klicken. Außerdem baut der Minecraft sowieso schneller. Da kann man hier recht schnell durchjagen. Ziehen wir mal außen lang. Man sieht dann vielleicht mal, da habe ich einmal zu langsam geklickt. Und schon steht er oben drauf. Na, schaffen wir es, bevor es die Nacht hereinbricht, komplett die Piste fertig zu machen. Ich lasse die erstmal stehen, die mache ich auf dem Rückweg, haue ich die weg. Dann ist vielleicht die Piste noch fertig, bevor es richtig dunkel wird. Ansonsten müssen wir halt ein paar Monster kloppen, damit wir schlafen können. So, den hauen wir gleich mal weg hier. Hauptsache ist jetzt kein Creeper im Rücken. Dann war es das nämlich mit unserer Piste. Naja, zum Schluss verbauen wir uns dann nochmal beim letzten oder vorletzten. So, gehen wir schlafen. Falls uns in Minecraft lässt. Gute Nacht und tschüss für die nächste Folge.